Thema vom Zählmerkern haut aus Unfruchtbarkeit. Ein Tabuthema, aber leider für viele Menschen auch ganz emotional. Wusste ich schon, dass 10% von heterosexuellen Koppeln mit Kinderwunsch über 2 Jahre brauchen, für schwanger zu gehen? Way too long! Und dass all 6. Mensch aus seinem Leben temporär mit Unfruchtbarkeit geblüht ist. Zählmerkern! Ja, doch. Unfruchtbarkeit ist nicht zu verwechseln mit Sterilität. Die Leute, die steril sind, können definitiv kein Kinder kriegen oder zeugen. Unfruchtbarkeit kann temporär sein. Laut der WHO sind Leute unfruchtbar, weil sie während 12 Monate oder mehr ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, den nicht zu einer Schwangerschaft feiert. Unfruchtbarkeit steht also in Relation mit Schwangerschaften. Du nur dann eine Kinderwelt kennt, ist dann eine andere Sache, weil die Leute auch zu Fehlgeburten kommen kann. Wir gucken also an diesem Ziel mal kein Un, ob die Unfruchtbarkeit rob oder hof geht. Und wir mit hauptsächlich Leid und Frauen oder Männer, Stichwort Spermakrise, aber hat jeweils möglich Gründe sind. Fängt mal um mit der Frage, ob die Unfruchtbarkeit zuhält. Wenn ihr sich diese Statistik anguckt, könnt ihr nicht mengen. Weltweit geht die Unzahl von Kindern pro Frau rauf. Während 1950 noch ca. 5 Kinder pro Frau, sind in der Haut just noch ca. 2,3. Auch zu Lützburg sind wir von 2 Kinder pro Frau auf knapp 1,4 Euro aufgegangen. Doraus kann aber nicht unbedingt schließen, dass das Unfruchtbarkeit herabgeht. Kontrazeption ist mehr verbreitet und gibt einer sozioökonomisch Grund, wie wir Familien heute Männer Kinder will kriegen. Ich habe keinen Bock auf Stress, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Complications. Eine andere Statistik. Nur froh nur mit der zinnisch assistierten Reproduktion hält so. Das heißt, Koppel greifen mehr Dachs auf Medikamente oder künstlich befruchten zurück, für ihre Chance auf eine volle Schwangerschaft zu verbessern. An industrialisierten Ländern kommen zurzeit schon 5% von den Kindern auf diesem Weg auf die Welt. Das hat natürlich unterschiedlich Gründe. Unter anderem auch der medizinische Fortschritt, mit großer Akzeptanz oder verbessert Opfer von so Methoden. Trotzdem können wir festhalten. Diagnosen von Unfruchtbarkeit, die zu assistierter Reproduktion führen, holen zu. Kommen wir mal los zu der Frage, wen ist der Medox von der Unfruchtbarkeit betroffen? Männer oder Frauen? Also, das ist ja ein gut Froh und ich versuche noch, Ihnen muss eine gute Antwort darüber zu geben. Madame Nivalo, sei es das doch, Herr Asselborn. Zu Lützeburg liegt der Grund für die Unfruchtbarkeit zu 20% beim Mann, zu 30% bei der Frau, zu 40% bei denen zwei, aber bei 10% weh sie nicht. Was sind Gründe bei den Männern? Also nicht einerseits Probleme mit der Ejakulation, organisch oder psychisch bedingt, und andererseits schlecht Spermaqualität. Ein Thema war das in den Medien, Spermakrise oder den Spermageddon. Also dank, dass die Menschheit Kind aussterben will, Männer nicht mehr genug Sperma produzieren. Tatsächlich, an einer Meta-Analyse kam raus, dass Spermienzahl bei Männern für allem in der westlichen Welt in den letzten 50 Jahren um 50% hochgegangen ist. In den letzten 20 Jahren doppelt so sehr wie in den 30 Viertel. We're all gonna die! Mir keine Panik. Es geht nicht nur um die Quantität, mehr auch um die Qualität. Lange der Sonne fischt durch das Technik. Ja, solange sich die verbleibenden Spermien genug bewegen und auf Form sind, bleibt eine Befruchtung möglich. Trotzdem soll das Phänomen am A behalten. Forscher sind sich eins, dass irgendetwas dazu feiert, dass Toten immer mehr Spermien produzieren. Sicher ist, dass Fümme schlecht für die Spermienzahl ist. Am Verdacht stehen außerdem negativ Umweltaufflüsse, eine andere Belastung mit Schwermetallen, Pestiziden oder verschiedene Substanzen am Plastik. Bei anderen Risikofaktoren ist der Aufluss wissenschaftlich noch nicht so gut dokumentiert. Wie zum Beispiel elektromagnetische Strahlung vom Handy, Luft- oder Wasserverschmutzung oder Übergewicht. Andere Ursache für Unfruchtbarkeit beim Mann sind unter anderem genetische Probleme, Infektionen oder verstopfte Samenleiter. Kleiner Fun Fact: Es gibt übrigens keinen direkten Zusammenhang zwischen Fruchtbarkeit bei den Männern und Häufigkeit von der Ejakulation. Also, liebe Männer, ihr könnt ruhig regelmäßig masturbieren. Woohoo! Die Spermienqualität ist optimal, wenn ihr 3 bis 5 Mal die Woche ejakuliert. Es hilft also nicht, lang abstinent zu sein, für bessere Spermienqualität zu haben. Bon, okay. Bei einem Kinderwunsch ist es natürlich mehr nützlich, mit der Partnerin zu schlafen, wie zu masturbieren. Das ist egal, Hauptsache ein Ganz. Aber was sind denn Gründe bei den Frauen? Bei Männern und Frauen gibt es eh großen Unterschiede punkto Fruchtbarkeit. Bei den Männern hält sich just wenig auf vom Alter. Bei den Frauen geht es in der Strisscher Fertsch stark auf. Für die Frauen haut es da so eine Moyenne mehr spät kann erkennen, und in den westlichen Ländern ist die Wahrscheinlichkeit für Unfruchtbarkeit mehr heisch. Zu Lützebusch liegt die Altersmoyenne von der Frau beim ersten Kind zum Beispiel aktuell bei 31,2 Jahren. Weitere Ursachen für Unfruchtbarkeit bei der Frau sind unter anderem Probleme mit den Eileiter, Endometriose, genetische Probleme, stark über- oder Untergewicht und auch sie sind natürlich von einem schädlichen Umweltaufluss betroffen.
Fazit. Immer mehr Kopple greifen wegen Probleme mit der Fruchtbarkeit auf assistierte Reproduktionsmedizin zurück. Ein Grund dafür ist, weil wir heutzutage mehr spät mit der Familienplanung anfangen. Bei der Frau hat das Alter den größten Impact auf die Fruchtbarkeit. Beim Mann besteht zumindest aktuell noch kein Grund zur Panik, was Spermienzoll betrifft. Wir sind uns wie gesagt bewusst, dass das Teil für betroffene Personen ein emotionales Thema ist. Was können Sie machen? Sie können sich natürlich hilfsicher gehen, bei spezialisierten Doktoren und Psychologen. Die Situation für die Betroffenen ist stressig. Übrigens gibt es keine Studien, die direkt weisen, dass Stress bei beiden Partnern sich negativ auf die Fruchtbarkeit auswirkt. Aber Studien, die weisen, dass sich verschiedene Konsequenzen von Stress, zum Beispiel Firmen oder Iver- und Innerernährung, negativ auswirken. Und umgedreht, dass Entspannungstechniken helfen. Außerdem ist es vielleicht gut zu wissen, dass relativ viele Menschen, respektive viele Koppel betroffen sind. Und auch die Tatsache, dass Unfruchtbarkeit kann temporär sein. Heute so folgende US-Statistik. Bis zu 15% von der Koppel sind du unfruchtbar, aber just 1-2% steril. Die gute Nachricht, 50% von den unfruchtbaren Koppeln, die sich hilfsicher gehen, packen nicht irgendwann schwanger zu gehen. Entweder über den natürlichen Weg oder künstlich. Thank you, Jesus. Oder echter Merci der Wissenschaft. Mehr Infos zum Thema von der Science.lu. Merci fürs Nachgucken und bis die nächste Kaja. Ciao, ciao.